Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Wir sind jetzt hier bei den Kavernen angekommen und gehen in den Pfahltempel oder Ancient Pyr... Ah ja, Pfahltempel ist der andere. In die Ancient Pyramid. Und... ist mit mehr Magic Find. Mit IIR. Erhöhter Chance auf Rarities. So, hier haben wir schon mal eine Rarity. Oh. Tornado Shot! Yay! Unbedingt ausrüsten. So, wir machen den Split Arrow raus. Tornado Shot rein. Tornado Shot hier rein. Baracke hier rein. Funktur hier. So, testen wir es mal aus. Yay. Das ist doch momentan nett, oder? Wow, haben wir gerade ein Glück im Anfang dieses Partes. Fett. Ich liebe es. Weil Tornado Shot ist momentan extrem overpowered. Und das hilft uns schon viel weiter, also... sobald wir dann natürlich wieder weniger Probleme haben, wenn wir natürlich Explosionsshot nehmen, aber momentan ist Explosionsshot hinten, weit hinten. Ja, hier könnten wir Explosionsshot nehmen. Oh, sind die stark? Die sind stark. So, wir machen den Ding weg. Wir brauchen nicht allzu viel von dem Fire Damage. So, haben wir dafür geholfen. Sie kann uns noch nicht handeln. Dann handeln wir dann in der Basis. Dort handelt sie mit uns. Sodele. Ja, wie ihr seht, der Tornado Shot, der wirbelt ein bisschen und tut die Pfeile dann in verschiedene Richtungen loslassen. Aha, schaut mal da unten, ein Exil. Einer unserer Konkurrenten, NPC-Konkurrenten. Treffen ist Kunstdrago. So. Orak Regate, okay. Ach komm schon. So. Sehr schön. Ein Cloudbelt, Wildleder. Das nehme ich nicht mit. Ja, ist leider nicht so guten Loot. So. Wir brauchen ein höheres Level. Okay. Gehen wir mal hier runter. Ja, jetzt Konstrukte. So, ich tausche das mal kurz aus. So, dann geht es mir ein bisschen besser beim Zielen. So. Ja. Nicht so gut, so. Wir bräuchten eine... eigentlich den Eingang weiter in die Pyramiden rein. So. Explosion, Arrow, rein, Ancient, Punktur, Baracke. Das braucht Level 27, okay.
Und jetzt haben wir mehr Mana. Sehr schön. Dann haben wir noch 22% mehr Mana im nächsten Level. Das tut schon gut. So, schaut, wie die explodieren. Sehr schön. Gut. Ja, wo ist jetzt der Eingang? Also die erste Ebene ist natürlich, weil sie eine Pyramide ist, am größten. Und da findet man natürlich den Eingang auch nicht so schnell. Schaut, wir verlieren eigentlich gar nicht mehr so viel Mana. Es geht schon viel besser. So, ah, hier ist es. Okay, gleich neben der Necromancerin. So. Und hier. Ein Lebensschrein hier oben. So, der Charakter wurde schon viel stärker. Ich merke es jetzt gerade, wie der reinhaut. So. Nochmal so einen Schrein. Schnell kaputt machen. Und hier ist noch ein Totenbeschwör. Ein Arschenprophet. Ich mache langsam wenig Damage. Wir müssen noch ein bisschen Damage irgendwie bekommen. Ah, hier ist irgendwo ein Prophet. Wo ist er? Ja, wo ist er? Ah, da. Noch einen. Ah, ihr Feiglinge. Ihr seid solche Feiglinge. Ich möchte gerne den Ding töten. So, jetzt. Dann sind sie nicht mehr unbesiegbar. Sodele. Ah, zwei sogar. Ja, jetzt wird es schon viel schwerer. Also das Game wurde jetzt in den letzten paar Levels fast doppelt so schwer. Aber wir kriten auch gut, komischerweise. Wir haben ja gar keinen Crit geskillt. So, Dele. Haben wir hier irgendwo den Eingang? Nein. So, aber hier oben muss er irgendwo sein. Hier drüben. Ja, wo könnte es sein?
Ah, da unten. Sicher da unten. So, Trank trinken und jetzt hier irgendwo runterkommen. Ja. Gut. Ich will jetzt hier nur nicht so lange bleiben, weil es ein nerviges Gebiet ist. Okay, der Pfeil verschwindet einfach. Das sollte auch nicht sein. Er meint wahrscheinlich dasselbe. Ich hätte keinen Pfeil geschossen oder er geht durch. Wenn die Gegner am falschen Platz sind. Ja, das ist meistens dann so Online-Spielen. Wenn sie keinen guten Server haben, dann gibt es Probleme mit dem also mit der Synchronizität. Das ist weniger gut. Aber es stört mich jetzt nicht so. In einem Let's Play stört es mich ein bisschen mehr, weil ich ja euch auch ein bisschen gutes Gameplay zeigen will. Und wenn das dann die ganze Zeit leckt, macht es mich ein bisschen traurig. Die Path of Exile spielen, habt ihr auch die Probleme? Steht irgendwas in Form oder so? Habt ihr schon mal ein bisschen reklamiert oder? Ist es euch noch nie aufgefallen? Habt ihr das gar nicht? Und wieso habt ihr das gar nicht? Das ist die Frage von mir. Das ist gut an dem Bild, er ist sehr tanky, man kann einfach mal zum Gegner reinkommen. Und ihn mal raushauen da. So. Hier sind sie unbesiegbar. Rauslocken. Toten töten. So. Und hier ist auch wieder der Eingang nach oben. Ist das die letzte? Ja. Dann mache ich hier noch das Level. Sodele. Noch ein bisschen. Komm auf mal. So. Hier oben haben wir noch Gegner vielleicht. Und wir haben noch 15 Minuten Zeit, also wir könnten noch ein bisschen mit dem Akt 3 anfangen. Hier unten vielleicht, ja. So, Level up. So, jetzt haben wir viel Mana. Right to Rules Decree. 22 Küsten Mana. Da ist noch ein Frostmagier. So. Menschische brauchen wir nicht. Ja, ist nur Schrott. Drücken. So, Portal ist offen und dann geht's los mit dem Endboss des zweiten Aktes. Wir machen den Siegestanz schon mal, bis der endlich rauskommt. Also das ist jetzt einer der nervigen Gegner. Vor allem wegen dem Froststrahl. Aber ja. Sonst ist er unspektakulär und nervig. Ach, Menno. Ja. Ja. Ja,
Ich hatte zu wenig Festplattenspeicher. Ich habe so kleine Festplatten. Gott, oh Gott, oh. Ich muss die unbedingt. Ich muss eine größere kaufen, unbedingt. Ja, die Videos sind gigantisch. Ich weiß nicht wieso. Aber Fraps macht so gigantische Videos. Und jetzt habe ich den Bosskampf euch nicht zeigen können. Ich kann ihn euch später dann nochmals zeigen. Wir gehen jetzt mal weiter, weil, weil das ein relativ weiter Weg ist und der Bosskampf richtig zäh war. Also ich muss ein bisschen stärker werden. So, und jetzt sind wir hier raus. Die Pyramide bricht in sich fast zusammen. Fast, aber noch nicht ganz. Und wir sind im dritten Akt. Yay. Und eine schwere Krabbe. Eine zähe Krabbe ist hier unterwegs. So. Eine ziemlich große Frechheit, dass die Fraps-Videos aufhören zu funktionieren. Ohne dass mir etwas Bescheid gesagt wird. In der Heftig des Kampfes habe ich gar nicht gesehen, dass Fraps einfach aufhört zu arbeiten. Und wieso groß? Ich weiß nicht, wieso die Videos über 100 GB groß sind. In 30 Minuten. Wenn es 100 Minuten wären, ja. Dann würde ich es ja noch verstehen, dass die so groß sind, aber 30 doch nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht. So, der war schon ein bisschen einfacher. Also ihr seht, ist der Split, der Tornadoschuss, der ist ein bisschen schwach gegen Bosse. Dafür ist der Explosions-Arrow stärker. So. Ah, ein Exil. Okay. Gut, dass man die gleich sieht. Es ist der gleiche. Ja, es ist der gleiche. Nein, nicht das. Ich habe keinen Punktur mehr. Dann nutze ich den hier. So, ah, es ist eine Sie, okay. Und hier ist der mit den Fallen. Ah, der hat mich festgelagert. So, das ist Punktur. Gut, ah. Richtig zäh. Weg damit. So, was haben wir bekommen? Richtig schwaches Zeug. Zitrin-Amulett? Nö. Auch nix. So, gehen wir zur runter zur Stadt. Hier rein. Und die nervigste Stadt. Ah. Weil hier muss man zuerst hier oben durchgehen, dann schläft man ein, dann macht man wieder auf, ist wie immer noch nicht in der Stadt, dann geht man hier runter, voll nervig. Also das sind ein paar Kritikpunkte am Path of Exile. Aber ja, leider wird das nicht überarbeitet, weil natürlich die Entwickler ein bisschen stur sind. Kann ich verstehen. Sie stur sind, aber es tut nicht gut der Community. Was bei YouTube, also von den Let's Playern, die gut sind und so, was für Sturheit da ist, da ist es mal, ist es eigentlich, sind wir es eigentlich gewohnt, aber in einem Let's Play, wenn du aufnimmst, dann fühlst du dich auch ein bisschen anders, also dann fühlst du irgendwie mit der Community, vor allem ich. Und, ja. Also ich bin sonst nicht so ein Nörgler. Gerade bin ich ein Nörgler, das stimmt. So, da. Ich möchte gerne neue Items. So.
So, einen Trank. Hier haben wir Mana-Trank. Nö. Mana-Trank, der ist aber stärker, ja. Da ist ein. Da. Ja. Ja, den Schock brauchen wir nicht. So. Was haben wir sonst noch? Das ist der alte Bogen. Okay, müssen wir noch ein bisschen leveln. Ja, ja. Gut. Den tun wir hier hin. So, Dele. Also, dann gehen wir wieder raus. Und machen kurz die Quest mit der entführten Tochter. Entführte Soldaten oder was das ist. Gut, Way wieder aktivieren. So. Jetzt gehen wir mal hier oben durch. So. Ach komm. Weg. Gut. Du auch. Aha. Oh, meine Katze. Oh, nein. Oh. Geh rauf. Geh rauf zu meinem Vater. Nein, mein Vater ist für dich zuständig. Husch, husch. Nee, nee. Die hat immer Hunger. Ganze Zeit jammert sie um diese Zeit. Vor dem Nachtessen hat sie immer fest Hunger. Voll geizig. Nee. So. Ach komm, wie viel wollen noch kommen? Das ist ein bisschen nervig, also. Wir hauen jetzt ab. Aha. Ach komm schon. Sind wir jetzt ganz komplett falsch? Ja, explodiert doch sofort. Genau, hey. So. Weg damit. Ja, genau, du musst sterben. Du Brutmutter des Grauens. So, danke schön. Ah, momentan ist es gerade ein bisschen nervig. What the fuck, hier ist ja alles zu. Wie soll man dann den Weg finden hier? Dann hier drüben. Ja, ja. Ach, weg von diesen Brutmuttern. Jetzt ist hier auch noch rare. Wir sind zu schwach, wir müssen leveln. Unbedingt. Hier ist auch alles zu. Oder dann halt im Süden. So, Dill. Schon besser. Oh, jetzt ist mein Vater auch noch so laut. Was ich gar nicht mag, ist, meine Eltern sind immer so extrem laut. Hier hört man durchs ganze Haus. Ich hoffe, ihr hört es nicht, weil es wirklich unangenehm ist. Man muss doch nicht mit einer Katze so schreien. Die hören genug gut. So.
Ach komm, hey. Wie viele Brutmütter wollen noch kommen? Die sind langweilig, das sind die langweiligsten Gegner. Dass sie so viel Leben haben und nur diese Dinge spammen. Rausfurzen. Diese kleinen. So. Gut, hier sind sie, oder? Noch nicht. Aber hier. Ja, die sind einfacher. Die haben Rüstung, sind aber einfacher als die Brutmütter. Oh. Der Arme. Ach komm schon, nicht immer falsch drücken. Drago, du drückst nur noch falsch. So. Einfach gewesen. Einfach durchspammen. So. Also, Dankeschön fürs Schauen des Partners und jo. Es geht bald weiter. Ja, mal schauen. Wir müssen das nächste Mal noch ein bisschen leveln. Und an Stärke gelangen. Vielleicht muss ich auch etwas rausnehmen. Moment kurz. Nein, es halbiert nicht die. Den Damage nutzt Mana, geht um 20% nach oben. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber ja, ein paar Level haben wir ja diesen Baum, also diese Kugel hier, geskillt. Und ja. Mal schauen, ob es dann besser geht, weil das sind jetzt 12, 16, 20 erhöhte Radius. 20% erhöhte Radius, das ist schon gut. Also, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss, Leute.